Herzlich willkommen zu Engagiert in der Region hier aus der Bermuda Bar in Brühl. Wir sind im Clubhaus und Restaurant des THC Brühl und heute ist der Verein Zeus bei mir aus Euskirchen. Und was das heißt, was fragen wir gleich noch. Bei mir ist Svenja Zeimetz, stellvertretende Vorsitzende und Vertreterin der Stadt. Und Martina Ernst, du bist Leitung der Geschäftsstelle. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Was heißt Zeus? Zukunft Euskirchen Stadtmarketing. Also wir sind der Euskirchener Stadtmarketingverein. Okay. Das heißt, was gehört so zu euren Aufgaben? Also von der Geschäftsstelle aus leite ich eigentlich alle Belange der Mitglieder, die wir haben. Mache auch Mitgliederakquise, kümmere mich um die Anfragen, die kommen. Zusätzlich kümmere ich mich um alle Events, die wir machen. Wir haben von kleineren Aktionen bis hin zu zwei großen Stadtfesten und verschiedenen Märkten, die wir durch das ganze Jahr hindurch veranstalten. Wir haben ein eigenes Stadtgutscheinsystem. Das ist der Check in the City. Ah, also wir gehen auf alles gleich nochmal kurz ein. Ja. Jetzt hast du schon von den Mitgliedern, du hast mit den Mitgliedern angefangen. Wer kann denn Mitglied werden? Oder wer ist Mitglied bei euch? Eigentlich kann jeder Mitglied werden. Also Privatpersonen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Institutionen. Okay. Ja. Also das große Ziel oder das übergeordnete Ziel vom Stadtmarketingverein ist, die Stadt Euskirchen attraktiv zu machen, sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten, auch zum Einkaufen. Und dabei ist uns ganz wichtig, halt ja alle Akteure, die dem Wohl der Stadt wohlgesonnen sind, auch einzubeziehen in unsere Maßnahmen, die wir umsetzen. Ja. Ja, die quasi ja auch dazu beitragen, dass es so sein kann und vielleicht auch für die das gut ist, wenn es so ist. Genau. Jetzt habt ihr aber auch eigene Veranstaltungen. Mhm. Du hast von Festen gesprochen. Was genau macht ihr da? Also wir haben ein Stadtfest Ende April, normalerweise, und ein Knollenfest Ende September, das darauf zurückgeht, dass wir bei uns eine Zuckerfabrik haben, wo halt eben dann aus den Rüben der Zucker gewonnen wird. Das ist so der Ursprung dieses Namens. Und das sind schon relativ große Veranstaltungen. Okay. Wie kommt es denn jetzt, dass auch eine Vertreterin der Stadt dabei ist? Woran liegt das? Wofür ist das gut? Ja, also grundsätzlich ist fürs Stadtmarketing wichtig, dass ja alle Akteure, die irgendwie an der Stadtentwicklung auch beteiligt sind, mitwirken können. Und die Stadt hat natürlich auch einige Aufgaben in der Stadt, die sie umsetzt. Und auch viele Akteure sind natürlich auch, ja, ich sag mal, auf die Stadt auch angewiesen, um bestimmte Projekte, Maßnahmen auch umzusetzen. Mhm. Und deswegen war eigentlich auch mit der Gründung des Vereins auch immer das Ziel oder der Wille, dass die Stadt dort auch mit den Akteuren am Tisch sitzt. Und deswegen habe ich die Ehre, jetzt von der Stadt hier im Vorstand vom Stadtmarketingverein auch mitzuwirken. Was auch großen Spaß macht, weil man einfach im Austausch ist mit den verschiedenen Akteuren. Ja, das muss ja wirklich spannend sein, weil ihr spracht von Unternehmen, also und die sind ja auch sehr unterschiedlich oder Privatpersonen. Und dann sind ja auch unterschiedliche Interessen da, würde ich denken. Ja, das ist die Herausforderung. Ihr habt noch von dem Gutschein gesprochen. Was ist das? Ja, wir haben halt so eine Gutscheinkarte, Checks in the City heißt die. Mhm. Und im Moment sind die noch so gestaltet, dass halt jeder Gutschein 10 Euro wert ist, die man dann bei uns und bei verschiedenen Verkaufsstellen erwerben kann und dann halt in über 40 Unternehmen und Läden wieder einlösen kann. Und das bringt natürlich sehr viel Kaufkraft zurück in die Euskirchener Innenstadt. Und der wird auch sehr gut angenommen. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg, den zu digitalisieren, damit der noch ein klein bisschen flexibler wird. Ja. Ihr wart beide bei der Gründung 2001 noch nicht mit dabei, aber könnt sicherlich noch mal konkreter sagen, was der Grundgedanke war dieses Vereins. Du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, aber war die Situation, dass man sagt, okay, wir brauchen sowas jetzt? Oder war es nur noch quasi schon in Zukunft gedacht, sowas kann uns noch schneller voranbringen? Wie war die Situation? Ja, wie gesagt, wir waren beide nicht dabei, aber es war so, wie ich es auch nachvollziehen kann, einfach der Wille da, wir müssen die Kräfte bündeln, um uns als Stadt einfach auch besser aufzustellen, also als Stadtgesellschaft, sage ich jetzt mal, nicht nur die Stadtverwaltung. Und es gab natürlich auch schon vorher eine Gemeinschaft, eine, ich sag mal, klassische Werbegemeinschaft,
die aber so bestimmte Themen nicht im Fokus hatte unbedingt. Und kannst deswegen, du sagen, was die bestimmten Themen waren? Das war vor allem auch so die Förderung des Einzelhandels. Also der Einzelhandel stand da immer sehr im Zentrum der Aktivitäten. Und das Ziel war dann, wir wollen das etwas größer fassen und uns auch nicht nur auf die Innenstadt konzentrieren, sondern auch die Gesamtstadt im Blick haben. Und also mit Verwaltung, mit Bürgern, mit den Unternehmen und auch der Politik natürlich einen gemeinsamen Prozess starten, die Stadt attraktiver zu gestalten. Das war so dieses, wir möchten alle Themen sozusagen zusammenholen. Ja. Habt ihr denn jetzt noch andere Sachen im Angebot oder habt ihr noch andere Projekte gerade in der Pipeline? Also ein wichtiges Projekt ist bisher immer gewesen, die auch Belebung der Innenstadt. Das war schon ein Hauptschwerpunkt so der Arbeit mit verschiedenen Veranstaltungen. Was wir in den letzten Jahren forciert haben, ist, dass wir auch diese Veranstaltungen noch besser machen und auch neue Veranstaltungsformate auch einführen, einen französischen Markt. Wir haben Kunsthandwerkermärkte und einfach auch so ein paar kleine interessante Angebote in der Innenstadt zu schaffen. Um es interessant zu machen, dorthin zu gehen. Und natürlich gerade die Digitalisierung unserer Einkaufsgutscheine ist gerade ein ganz wichtiges Projekt. Und in der Corona-Zeit natürlich, jetzt seit letztem Jahr, haben wir uns sehr darum bemüht, auch unsere Mitglieder, aber auch Unternehmen oder unsere Kanäle, sag ich jetzt mal, zu nutzen, auch zu informieren und zu unterstützen, da wo wir Unterstützung leisten können. Wie ist das denn, wenn ihr dann jetzt sowas digitalisiert? Das wirst ja nicht du in der Geschäftsstelle machen. Wie könnt ihr unterstützen da auch die Unternehmen? Oder setzt ihr euch quasi zusammen und sagt dann, okay, das Projekt planen wir und jetzt gehen wir den Schritt weiter und gehen an einen App-Entwickler? Oder wie funktioniert das? Ja, im Prinzip suchen wir uns einen Partner, mit dem wir das umsetzen können und fragen bei den Betrieben, die den Gutschein nutzen, auch schon, also den analogen Gutschein, wie können wir das System für euch auch besser machen? Und den Weg sind wir gegangen und haben erstmal auch unsere Partner vor Ort gefragt und sind gerade in der Abstimmung, den richtigen Partner hier zu finden, um das Projekt umzusetzen. Ja. Habt ihr denn das Gefühl, jetzt ist natürlich Corona, bringt eine Schwierigkeit, eine große Schwierigkeit gerade für die Unternehmen in der Innenstadt, aber habt ihr das Gefühl, mit euren Projekten konntet ihr schon die nächsten Schritte gehen? Das hat Erfolg gebracht? Ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben auch für die Innenstadt speziell sehr viele Maßnahmen sowieso geplant, die wir in den nächsten Jahren umsetzen. Da haben wir uns von Zeus oder über Zeus auch intensiv eingebracht. Also die Aufwertung der öffentlichen Räume, es werden Plätze neu gestaltet. Also es wird schon sehr viel über die Städtebauförderung jetzt auch in den nächsten Jahren auch in Euskirchen passieren. Und ich denke schon, dass wir auch mit der Digitalisierung, ist einfach eine Herausforderung, aber auch eine Chance, die wir nutzen wollen. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind, uns da auch gut aufzustellen. Okay. Ja. Jetzt ist es so, dass du zum Beispiel in der Geschäftsstelle sitzt und kommt dann da der Friseur und sagt, ich könnte mir übrigens das vorstellen. Wie wäre das oder wie läuft das ab? Das ist tatsächlich so, also zumindest vor Corona-Zeit hatte ich also auch super gerne eigentlich immer die Türe offen, wenn ich in der Geschäftsstelle gesessen habe, damit man einfach mal mit einem Anliegen reinkommen konnte. Auch ein normaler Besucher, der an der Türe vorbeiging, weil wir haben auch einige Broschüren und so ausliegen. Und dann kommt das schon vor, dass dann auch Ideen herangetragen werden an einen. Man holt diese Idee auf und ich nehme die halt mit in die nächste Vorstandssitzung, wo man dann überlegt, ob man das in irgendeiner Form unterstützen kann. Okay. Und werden dann Projekte in der Vorstandssitzung besprochen oder gibt es auch sowas, wo wirklich dann alle VertreterInnen zusammenkommen und man zusammen brainstormt? Wir suchen uns dann Partner oder laden ein für eine Projektgruppe. Also früher gab es auch Arbeitskreise. Das hat sich jetzt aber einfach mit der Zeit auch etwas verändert, sondern wir machen das eher jetzt nicht mit festen Arbeitskreisen zu bestimmten Themen, sondern eher projektbezogen, dass man dann auch ein Ziel hat, worauf man konkret hinarbeitet und laden dann auch Nichtmitglieder auch dazu ein, sich an dem Prozess zu beteiligen. Ah. Ja. Also wir wollen zum Beispiel dieses Gutscheinsystem auch für Nichtmitglieder öffnen. Das ist im Moment den Mitgliedern vorbehalten. Aber wir wollen da auch mehr Unternehmen auch
dran partizipieren lassen und uns da auch öffnen. Wenn ich jetzt als Privatperson bei euch Mitglied werde, was habe ich dann davon? Ideen einbringen und eine schönere Stadt. Also das ist aber dann wirklich so, dass ich dann auch als Privatperson sagen würde, ich hätte übrigens total gerne das. Ich hätte das und das toll. Gerne so. Ja, ja. Okay. Also wir sind, gut. Das ist super, wenn auch Bürger auf uns zukommen. Und also wir freuen uns da dann sehr drüber, wenn eine gute Idee kommt. Am besten auch noch, wenn man das Interesse hat, einfach sich auch selber einzubringen. Und also das wäre ganz toll. Also wir haben auch einige Privatmitglieder. Mhm. Aus, ich sag mal, unterschiedlichen Gründen sind sie bei Zeus Mitglied. Aber es ist noch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und der Mitgliedsbeitrag ist auch überschaubar. Also jetzt, wenn man jetzt, ich sag mal, jetzt nur das Monetäre sieht. Aber um sich einzubringen, muss man nicht Mitglied sein. Ne? Man kann sich natürlich auch mit Ideen trotzdem an Zeus wenden. Ja. Ja, es ist ja auf jeden Fall gut, dass den Euskirchnern überhaupt auch bewusst ist, da gibt es diesen Verein, ne? Ja. Der wirklich auch aktiv ist und wo ja wahrscheinlich auch, also ich würde jetzt denken, da sitzt auch viel Know-how, wenn die unterschiedlichen Unternehmer mit dabei sind. Die ihr dann, wenn ich das richtig verstanden habe, für die einzelnen Projekte eventuell anfragt oder wo ihr dennoch auch im Austausch seid und sagt, das haben wir geplant, das steht an, das hätten wir gerne sozusagen. Ja. Gibt es denn, also jetzt hast du schon gesagt, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, oder nicht mehr diese, also die Verschönerung der Orte quasi. Ja. Gibt es denn noch mehr so im Raum, Innenstadt hatten wir jetzt auch, aber noch mehr, was man noch so mehr greifen kann, was man sich vorstellen kann, was ihr macht? An konkreten Projekten? Mhm. Ja, was die Martina auch zum Beispiel umsetzt, ist die Beleuchtung der Innenstadt. Ah, in der Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit. Genau. Mhm. Das wird auch nicht durch die Stadt gemacht, sondern das macht auch der Stadtmarketingverein, der dann für eine schöne adventliche Atmosphäre sorgt. Ja, das ist ja total schön. Ich weiß es aus meinem Wohnviertel in Köln, dass das jetzt das erste Mal nicht stattgefunden hat und das hat man richtig gemerkt. Da fehlt wirklich was. Wir hatten extra gesagt, also diesmal auf jeden Fall dann erst recht. Ne? Mhm. Und wir haben halt einen Adventskalender, den wir jedes Jahr neu auflegen, der halt gesponsert auch durch viele Unternehmen, die dann halt Gewinne zur Verfügung stellen. Ist der auch sehr attraktiv, finde ich. Und mit den Geldern, die da reinkommen, wird halt eben die Weihnachtsbeleuchtung finanziert. Mhm. Das kostet ja auch ein bisschen. Ja. Ja. So finanziert ihr jetzt das Projekt. Wie finanziert ihr andere Projekte? Über Mitgliedsbeiträge und über Sponsoren. Also wir haben natürlich auch Unternehmen, die auch teilweise, die eher darauf gucken, dass sie spezielle Projekte fördern oder wichtig finden und dann dafür Geld zur Verfügung stellen, um die umzusetzen. Wir haben auch natürlich in Euskirchen, so wie in vielen Innenstädten zum Beispiel auch die Entwicklung, dass viele Betriebe ja Filialen sind. Mhm. Und dann ist das von Konzernseite etwas schwierig, teilweise auch Mitglied zu werden in einem Stadtmarketing oder in einer Organisation. Okay. Und da gibt es natürlich aber auf jeden Fall Möglichkeiten, auch trotzdem die Arbeit zu unterstützen, also durch ein Sponsoring oder zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich meine, jetzt bist du ja als Stadtmitarbeiterin auch mit dabei. Mhm. Ne? Kommst du gebürtig auch aus der Gegend? Nein, ich komme nicht aus Euskirchen. Ist es denn dann leicht, kannst du jetzt schwer beurteilen, aber wie ist es denn quasi als, ich sag jetzt mal Zugezogene, die Stadt quasi dann aber nochmal verändern zu dürfen? Ich finde das toll. Also ich liebe das Thema. Ich bin Geografin, habe auch Städtebau studiert in Bonn und bin da aus Ostwestfalen ins Rheinland gekommen und habe mich hier gut integriert, wie ich finde, auch im Karneval. Und bin über meinen Mann halt hier nach Euskirchen gekommen, also privat. Und ich finde, Euskirchen ist einfach wirklich eine schöne Stadt zum Wohnen und zum Arbeiten. Ich mache ja beides hier. Und ich glaube schon, dass es grundsätzlich vorteilhaft ist, wenn man auch mal erst so einen Blick hat von außen. Und ich habe auch erst in Euskirchen gewohnt und dann dort angefangen zu arbeiten, war aber in dem Bereich woanders tätig. Also ich habe schon die berufliche Brille aufgehabt natürlich, aber habe da, glaube ich, schon noch so den Blick von außen auch am Anfang zumindest gehabt. Jetzt habe ich den natürlich auch nicht mehr. Und ich finde diese Stadt wirklich schön. Es gibt
viel natürlich immer wieder zu verbessern, aber ich lebe gerne hier. Und also hier nicht in Brühl, aber in Euskirchen. Und ja, und ich finde, das ist auch wichtig, wenn man das auch vermitteln möchte, ja, dass man das auch selber so fühlt. Ja, wie schön. Wie ist es bei dir? Ja, ich fand es jetzt gerade so den letzten Satz auch wirklich so wichtig, was ich auch immer sage. Ne? Wenn man irgendetwas einem anderen schmackhaft machen will, dann muss man davon überzeugt sein. Ich kann also schlecht jemanden von der Mitgliedschaft bei Zeus überzeugen, wenn ich da selber nicht über. Ich bin halt selber auch als erstes, was ich gemacht habe, ist, ich bin Privatmitglied geworden. Ich habe gesagt, das ist jetzt mein Verein, aber ich bin auch von Hause aus ein Vereinsmeier, also schon seit über 40 Jahren in diversen Vereinen unterwegs. Deshalb kenne ich das auch, was macht halt einen Verein aus, auch wenn der jetzt hier so einen gewerblichen Touch hat. Aber ich weiß halt, dass da ist einfach Engagement gefragt, egal ob ich da jetzt angestellt bin oder nicht. Und ich bin von Hause aus, also mein Mann kommt aus Euskirchen gebürtig, aber ich bin von Mechernich, bin aber in Euskirchen lange zur Schule gegangen. Also jetzt das Büro ist genau gegenüber von meiner Realschule, wo ich sehr lange auch zur Schule gegangen bin. Und ja, ich finde es aber selbstverständlich, wenn man dann wieder so zurückkommt und dass man sich dann auch dessen annimmt und dann auch sagt, so, das ist jetzt echt eine lohnende Aufgabe, hier jetzt Euskirchen weiterzuentwickeln. Was stört euch denn? Oder wo sagt ihr, da sind Punkte, da müssen wir wirklich ran? Also was ich finde, ist, dass sich noch mehr, oder wir, das sehe ich auch als unsere Aufgabe, noch mehr auch die Bürger, ich sag mal, da zum Brennen zu bekommen, sich auch einzubringen und mitzumachen und sich auch mit der Stadt zu identifizieren. Weil ich finde, ein Bürger, der von seiner Stadt überzeugt ist oder der sich wohlfühlt, ist auch der beste Botschafter, das auch nach außen zu tragen. Und unsere Aufgabe ist ja auch Marketing und für die Stadt zu werben, sei es auch für, ja, einfach, dass die Bürger gerne in ihrer Stadt leben, auch ihre Stadt nutzen, die Angebote, die wir haben. Natürlich auch Unternehmen anzusiedeln und Gewerbetreibende. Und ich glaube, da ist noch auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Aber ihr habt das schon auf der To-Do-Liste quasi oder schon im Blick. Auf jeden Fall, ne? Ja. Und das ist ja auch, also ja, da ist ja wahrscheinlich auch ein Gespräch das Sinnvollste oder die Möglichkeit der Begegnung. Also ich denke jetzt auf so einem französischen Markt, da würde ich jetzt sofort denken, auch das klingt so schön. Und wenn man da dann aufmerksam wird, wer ist eigentlich dafür verantwortlich und dann erfährt, ja, da kann ich ja sogar, also das kann ja sogar ich dazu beitragen, ist ja eigentlich eine sehr schöne Sache. Nur, ja, genau, es ist Engagement, es ist Vereinsarbeit. Aber wo denkst du denn manchmal, nee, okay, Mann, auch Euskirchen? Oh, das ist jetzt keine einfache Frage. Nein, ich denke schon, dass man sich halt auch mit diesem Ort wieder beschäftigen muss, um dann wieder diese schönen Stellen zu sehen. Also ich bin ja ich habe auch meine Ausbildung in Euskirchen gemacht und dann aber halt eben war dann halt eine ganze Phase noch ganz wenig in Euskirchen unterwegs. Und dann sieht man eher die weniger schönen Stellen. Und wenn man dann wieder häufiger in der Stadt ist, dann kann man sich halt auch diese Plätze und so das wieder eher zu eigen machen und sagen, hier ist es doch echt schön. Wenn ich jetzt hier sitze in der Sonne, in der Gastronomie, das ist doch echt toll. Ne? Also man muss sich dann auch wirklich einfach mit der Stadt beschäftigen, um die sich wieder zu eigen zu machen. Ja, schön. Da ihr das ja tut und viele BürgerInnen einladet, das mit euch zu tun. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zeit nach Corona und natürlich auch während Corona. Dankeschön. Danke. Gibt es abschließend, ich meine, ihr habt es schon gesagt, aber noch sowas, wo ihr sagt, okay, aber das wünschen wir uns wirklich jetzt für Euskirchen. Vielleicht auch was ganz Konkretes. Therma haben wir ja schon, ich hoffe auch, dass sie bald wieder öffnen darf. Ja. Das ist halt einfach was, ein großes, ja, großer Gewinn für die Stadt. Ja. Was wünschen wir uns für Euskirchen? Ja, schwierige Frage. Ja, es ist auch sehr allumfassend. Ja. Ne? Also da kann man auch sehr viel drauf antworten. Aber vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, na, das haben wir eh mit dem Verein auf dem Schirm oder das gehen wir eh an. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Ich glaube, also jetzt aktuell würde ich sagen, auch Corona jetzt zu nutzen für einen Schwung nach vorne, dass wir wirklich so die Kräfte bündeln, ne? Und dass man sich auf den Weg macht, ein gemeinsames Ziel auch formuliert, wo wir hinwollen und dass wir darauf hinarbeiten.
Ja, ist jetzt ein bisschen allgemein vielleicht gehalten. Ja, aber. Aber es betrifft einfach auch so viele, viele Bereiche. Also wir sind ja gerade auch mit vielen Betrieben auch, auch in Gesprächen und jeder guckt ja auch gerade, wie komme ich jetzt auch durch die Krise durch, ne? Aber viele, und das wünsche ich mir, dass das auch viele machen können, das auch als Chance sehen, sich vielleicht auch teilweise neu aufzustellen. Also wir machen das als Verein natürlich auch. Gucken gerade, wie kommen wir durch die Krise auch als Verein gleichzeitig auch die Aufgabe zu erfüllen. Ja, aber auch zu gucken, wo sehen wir dann auch die Chancen. Ja. Ja, schön. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Danke. Das war Engagiert in der Region, heute mit dem Verein Zeus. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr hier gewesen seid. Gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.